Herzlich willkommen zum ZDF Kulturpalast, die Sendung für Palimpalim und E-Kultur. Unsere Themen: 11 Stunden Ibsen, das extremste Theaterstück der Saison. 20 Jahre Die Sterne, Deutschfunk jetzt auch ohne Zahnlücke. Sowie Computerspiele für Intellektuelle, singende Präsidenten und natürlich Dieter Hallervorden. Didi steckt ja gerade ganz schön in Schwierigkeiten. Der Grund: die aktuelle Inszenierung in seinem Schlossparktheater Ich bin nicht Rappaport. Darin ist sein Mitspieler Joachim Gliese zu sehen. Schön mit Schuhcreme angemalt. Ja klar, er spielt ja auch einen Schwarzen. Er hat einen weißen Schauspieler schwarz angemalt. Das finde ich grundsätzlich eine großartige Idee. Andere Meinung? Das finde ich ganz fürchterlich, weil es ja eine schreckliche Tradition ist, amerikanische Tradition auch, quasi Schwarze zu verarschen irgendwie und als minderwertige Lebensform darzustellen. Halte ich für ganz gefährlich, und das ist halt, passt zu Dieter Hallervorden. Also ich finde, das ist sowieso nicht der sensibelste Typ. Danke, Frank Spilker. Didi Hallervorden muss sich also mit einem Rassismusvorwurf auseinandersetzen. Und das, obwohl in seiner Gedankenwelt auch aufgrund seiner Herkunft und seiner Erziehung überhaupt kein Platz für Rassismus ist. In meiner Gedankenwelt ist aufgrund meiner Herkunft und meiner Erziehung auch überhaupt kein Platz für Rassismus. Jedenfalls ließ Hallervordens Theater verlauten, das Anmalen sei nicht rassistisch, weil man es nicht rassistisch gemeint habe. Außerdem habe das Theater einen älteren schwarzen Schauspieler gesucht, der die Rolle übernehmen könnte. Aber die Zitat-Bemühungen seien, Zitat, gescheitert. Ist natürlich auch schwer. Ich meine, wo soll man denn einen schwarzen Schauspieler herbekommen? Also mir fällt jetzt spontan keiner ein. Tja. Du meinst einen Neger? Da. Das ist nicht einfach. Nee. Das ist in Deutschland. Ja. Älteren. Mhm. Guten. Ja, gut muss er sein. So gut wie der Hallervorden. Ja, mindestens. Das wird schwierig. Ganz schwierig. Ja. Das wird schwierig. Kleiner Tipp fürs nächste Mal, Herr Hallervorden: Günther Kaufmann wohnt gerade mal 10 Minuten vom Schlossparktheater entfernt und er ist bestimmt nicht der einzige schwarze Schauspieler, den Sie nicht gefragt haben. Passend besetzen ist ja eh eine hohe Kunst. Dieter Wedel hat gerade verkündet, er wolle das Leben von Christian Wulff verfilmen. Und wen sieht er in der Hauptrolle? Moritz bleibt treu. Kein Scherz. Ich meine, da würde ja sogar Dieter Hallervorden besser passen. Ich glaube, ich weiß einen. Martin Sonneborn. Ich komme aus Osnabrück wie Wulff. Eigentlich bin ich ein Typ wie Wulff. Ich bin extrem farblos, ein blasser Typ aus Osnabrück, der die falschen Freunde hat und gerne Bundespräsident sein möchte. Vielleicht sollte man dann auch den Regisseur neu besetzen. Alexander Sakurov wäre keine schlechte Wahl dafür. Der ist ja Spezialist für Machtmenschen und Staatsführer und hat bereits das Leben von Lenin, Kaiser Hirohito und von Adolf Hitler verfilmt. Morgen kommt der vierte Film dieser Reihe ins Kino. Es ist Faust. Wie passt das denn jetzt zusammen? Alle diese Figuren haben etwas gemeinsam. Sie sind Männer, sie haben große Ambitionen und sind im Privaten als Menschen unglücklich. Aber sie sind überzeugt davon, dass sie irgendeine geradezu göttliche Kraft in sich tragen. So kann man es auch sehen. Auch Faust strebt zum Großen und Mächtigen. Hier ist er aber zunächst ein arbeitsloser Akademiker, der dringend Kohle braucht. Hartmann, Philosophie, Juristerei, Theologie, auch Medizin, studiert mit heißer Mühe. Da stehe ich nun, bin so klug als wie zuvor. Seine Armut führt ihn in das Reich des Teufels, der in Alexander Sakurovs Film die Gestalt eines boxbeinigen Pfandleihers hat. Ich brauche Geld. Noch einen Wunsch? Ich bin zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Tür wieder.
Sakurovs Film wirkt so, als hätte man David Lynch gezwungen, in einem tschechischen Märchenfilmstudio zu drehen. Ein faszinierendes Mysteriendrama, in dem es um das zerstörerische Wesen der Macht geht. Kleine Ironie am Rande. Als Sakurov wegen des Drehs das Geld ausging, bekam er großzügige Unterstützung von einem wahrhaft Mächtigen. Wladimir Putin. Wenn das mal kein faustischer Pakt ist. Also im Gegensatz zu Faust habe ich keinerlei Dokumente unterschrieben und keine Verpflichtungen auf mich genommen. Von mir hat auch keiner irgendetwas verlangt. In diesem Sinne bin ich also ein absolut unabhängiger Mensch, das möchte ich mal klarstellen. Naja, wie heißt es doch so schön? Der Teufel ist ein Egoist und tut nicht leicht, um Gottes Willen, was einem anderen nützlich ist. Und gerade bei Putin wäre ich mir nicht so sicher, ob er Sakurov aus reiner Selbstlosigkeit das Geld gegeben hat. Da kann er noch so schön tun. Halt mal an. Ist das nicht Snake Plissken? Da bin ich mal gespannt, wie der da wieder rauskommt. Richtig gute Unterhaltung gibt es ja vielleicht bald im Senegal. Gerade hat sich Youssou N'Dour zur Präsidentschaftswahl aufstellen lassen. Den kennen Sie doch, oder? Die Chancen für Youssou N'Dour stehen übrigens gar nicht mal so schlecht. Ihm gehören ein Fernseh- und ein Radiosender im Senegal. Und dazu noch die meistgelesene Zeitung. Da geht bestimmt nicht nur die Mailbox ran, wenn der Präsident anruft. Die Mehrheit der Menschen ist heute enttäuscht von professionellen Politikern, sagt Youssou N'Dour. Vor allem aber, möchte ich hinzufügen, sind sie enttäuscht von unprofessionellen Sängern an der Staatsspitze. Unser Kulturpalast Ratespiel! Dann wollen wir mal erraten, welche Präsidenten hier singen. Und zwar als erstes. Spanisch? Wahrscheinlich Argentinien, Chile, ich weiß nicht. Ja, knapp, das war Hugo Chavez aus Venezuela. Mhm. Ich finde, das ist eine schöne Stimme. Also das ist jetzt euer Präsident oder nicht. Das ist jemand, der singen kann und gerne singt. Also das finde ich ja, was man dann auch, wo man sich da nicht verstellen kann. Also was nichts mit dem Amt zu tun hat, dass man eine gewisse Vorbeschäftigung, eine gewisse Liebe zur Musik raushört. Folgende Mensch hat auch Liebe zur Musik und hat sogar damit einen Top-Ten-Hit in Deutschland gehabt. Scheel, Walter Scheel. Nein, jetzt habe ich schon verraten, ohne dass wir es gehört haben. Hoch auf dem gelben Wagen. Da höre ich so eine gewisse Verpflichtung, einmal in der Woche zum Chor zu gehen. Und also das ist weniger Herzblut als bei Chavez dabei. Dann haben wir hier noch einen Freund. Oh Mama mia, mi sulunta, regula nostalgia del me Milan. Auch Spanisch? Nicht ganz. Portugiesisch. Italien. Ja, Italien. Berlusconi, genau, Berlusconi war das. Ja. Interessant finde ich auch, wenn die Leute dann im Hintergrund mitsingen. Ja, er will die Herzen der Menschen erreichen, das Schwein. Die kriegt das Gesicht an. So gierig, ne? So gierig, dass die Leute ihn mögen. Vielen Dank, Frank. Du bist gleich nochmal dran. Aber erstmal machen wir noch ein bisschen E-Kultur. Tada! Wenn Deutschlands meistgelesene Theaterzeitung ein Stück so ausführlich bespricht wie hier, dann muss es ja gut sein. 11 Stunden Ekelsex, Blut und Massaker. Und wir alle zahlen dafür. Es geht um die Inszenierung von Ibsens John Gabriel Borgmann im Prater der Volksbühne in Berlin. Das Stück hat ebenso viele Zuschauer verjagt wie Theaterfans begeistert. Sehen Sie nun die ersten Aufnahmen davon im deutschen Fernsehen. Schließlich haben Sie ja dafür gezahlt. Ein harmloser Sonntagnachmittag in Berlin, 16 Uhr. Jeder, der in den Prater kommt, weiß, was ihm bevorsteht. Mindestens 10, manchmal auch 12 Stunden Theater. Nichts für Zartbeseitete, wie man hört.
die Erwartungshaltung ist relativ hoch, weil ich gehört habe, dass die ganze Sache ziemlich kontrovers besprochen wurde. Drinnen dann ein Haus wie aus den Kinderbüchern mit Pettersson und Findus. Hier spielt Ibsen Stück vom gebrochenen Finanzjongleur Jon Gabriel Borgmann. Im ersten Stock rämt sich Borgmann, unten streiten sich seine Frau und ihre Schwester um den Sohn Erhard. Alle sind maskiert und bewegen sich wie Puppen. Ich bleibe natürlich hier bei dir und Tante Ella. Ihre verzerrten Sätze werden ständig wiederholt. Ich bleibe natürlich hier bei dir und Tante Ella. Und nochmal wiederholt. Ich bleibe natürlich hier bei dir und Tante Ella. Nach den ersten 3 Stunden scheint ein Imbiss dringend geboten. Ein Gast aus Schweden zieht eine Zwischenbilanz. I think it's wonderful. I love großartig. Ich bin total begeistert. Es ist wie ein Comic. Wenn man die Geschichte auch nur ein bisschen kennt, versteht man alles. Diese neue Art, Ibsen zu spielen, kommt aus der norwegischen Heimat des Dichters, wo schon Schulkinder den Klassiker des psychologischen Realismus eingeimpft bekommen. Die Kritiker dort erschraken über den drastischen Regiestil Vegard Winges. Das ist der Moment, in dem die ersten Zuschauer aussteigen. Im Moment jetzt ist erstmal okay. Andere freuen sich schon auf die nächsten 7 Stunden. Mir gefällt es echt super und ich will nur kurz was essen. Die Regisseure Vegard Winge und Ida Müller spielen selber mit. Ida Müller ist ausgebildete Bühnenbildnerin und hat diese Puppenstuben-Pappwelt entworfen. Jetzt spielt sie den Teenager Erhard. Vegard Winge, hier mit Eimer, ist der Spielmeister und steuert von der Bühne aus das Geschehen. Interviews geben beide grundsätzlich nicht. Ja, man kennt nicht mal ihre Gesichter. Nach fast 8 Stunden Spielzeit kurz vor Mitternacht eskalieren die Konflikte in der Borgmann-Welt. Ein Krieg bricht aus und Jon Gabriel Borgmann wird erschossen. Ziemlich oft sogar. Realität, was da passiert. Ich bin ja kaum durchgekommen, mir flogen ja die Fetzen um die Ohren. Unheimlich aggressiv. Unheimlich. Das geht, da bin ich in dem Alter, wo ich das alles selber erlebt habe. Die krassen Gewaltszenen wechseln sich ab mit Phasen von geradezu poetischer Entspanntheit. Eine ungeheure Überwältigung ist es trotzdem, bis sich der Vorhang für die härtesten nach 12 Stunden Ibsen-Dehnung schließt. Merklich angeschlagen sind alle. Ich habe das Ganze mitgemacht, ja, von 4 bis 4. Es ging um die Grundthemen des Lebens, Eros, Thanatos. Und also mich hat es sehr berührt. Also es ist sehr rhythmisch, ein sehr rhythmisches Stück und ein... Ja, ich muss es erstmal selber auch verarbeiten. Es sind so viele Bilder. Und ja, also es rührt, es berührt und es verführt auch. Und es ist fast surreal gewesen. Wenn sowas jemand macht in Berlin, in die Volksbühne. Ich bin ja so froh, dass ich das mitgemacht habe. Also, das glauben Sie gar nicht. Ich kann nur sagen, für mich ist dieser Jon Gabriel Borgmann absolut das bemerkenswerteste Theaterstück dieser Spielzeit. Auch wenn Daniel Kehlmann das nicht so sehen wird. Der gute Mann hat sich ja aufs Schärfste gegen derlei Sudel-Regietheater verwahrt. Spricht man mit Russen, mit Polen, mit Engländern oder Skandinaviern, die hier ins Theater gehen, so sind sie oft ziemlich verwirrt. Was denn das solle, fragen sie. Was denn hier los sei? Ständig Videowände und Spaghetti essen.
Und immer diese Nackerten und Kunstblut, überall Kunstblut. Warum sei immer irgendwer mit irgendwas beschmiert? Wozu all das Gezucke und routiniert hysterische Geschrei? Ja, so war das damals. Nach seiner Brandrede gegen das zeitgenössische Regietheater bei den Salzburger Festspielen 2009 hat der Bestsellerautor dann auch Taten folgen lassen. Er hat sein erstes Theaterstück geschrieben. Und das hatte jetzt am Berliner Renaissance-Theater seine Deutschlandpremiere. Geister in Princeton ist ein verschmitztes Stück über den Ausnahmemathematiker Kurt Gödel. Die Zeit vor der Existenz der Menschheit tritt erst in die Wirklichkeit, da Menschen sie denken. Ein intelligentes, witziges, spritziges Stück. Man ist amüsiert und zugleich nachdenklich. Wenn Sie also gut gemachtes Theater sehen wollen und danach noch nett was essen gehen, dann sind Sie hier auf jeden Fall richtig. Für alle anderen ist der Johann Gabriel Borgmann, glaube ich, die bessere Wahl. Wengert Winge im Prater. 12 Stunden? Jetzt auch mit Onanie, glaube ich, ne? Neu. War noch nicht da, nächste Woche gehe ich hin. Bernhard Schütz. Der muss es wissen. Immerhin hat er jahrelang unter Intendant Frank Castorf an der Volksbühne die volle Regietheaterpackung abgekriegt. Und dann immer dieses Gezucker und Geschrei. So schauen wir aus. So schauen wir aus. Jeder hat seinen Gewissensjuden, damit er nachts schlafen kann. Ja, und deshalb ist Bernhard Schütz auch immer wieder dabei, wenn es gilt, die Grenzen des Theaters zu überschreiten. Jetzt spielt er sogar in einem Videospiel mit, habe ich gehört. In einem Computerspiel hätte man Bernhard Schütz wohl kaum erwartet. Den kennt man eher aus postdramatischen Theaterstücken. Das genaue Gegenteil von durchgeskripteten Strategiespielen oder gar Ego-Shootern. Ego-Shooter hätte ich nie gespielt. Ego-Shooter ist von gestern, das ist nicht modern. Ich interessiere mich für die verzögerte Kugel. Den Gedanken, den will ich abfeuern. Ich will, dass du denkst. Na, dann wollen wir mal. Was, wenn du ein Zwilling bist? In einer Zwillingsstadt? Auf der Suche bist nach deinem anderen Selbst. Mit kryptischen philosophischen Texten und traumartigen Bildern empfängt uns das Spiel mit dem Namen Twin Complex. Und Complex ist in diesem Fall nicht übertrieben. Der Spieler ist irgendwie Mitglied in einem Geheimbund. So viel haben wir verstanden. Ein Agent ist verschwunden. Der User hat die Aufgabe, sein Geheimnis zu lüften. Er muss sich mit anderen Spielern zusammentun. Dabei weiß er nicht immer, wer Mitspieler, virtuelle Figur oder Schauspieler ist. Sagen Sie mal, was spielen Sie denn für ein Spiel, ja? Wenn ich Twin Complex mit anderen Rollenspielen vergleichen würde, dann würde ich schon mal sagen, der Hauptunterschied besteht darin, dass es nicht eskapistisch ist. Es ist nicht irgendwie in so einer digitalen Hinterwelt, sondern es ist hier. Und das heißt, man arbeitet mit dem Material, das man selber ist. Und wenn Sie jemanden zum Beispiel bitten, irgendwie erzähl mir eine Geschichte oder am besten lüg mich irgendwie an, dann erzählen die Menschen wirklich von sich. Aber wenn Sie von Orks und Elfen erzählen, dann verlieren sie sich in eben dieser Welt, die wir einfach nur eskapistisch nennen können. Das ist der Unterschied. In der Zentrale von Twin Complex arbeitet ein Autorenteam unentwegt an der Weiterentwicklung der Geschichte. Das Spielfeld ist die eigene Stadt, die Wirklichkeit, durch die man sich mit Google Maps bewegt. Dazu gehören natürlich auch die User selbst. Sie kommunizieren in einem sozialen Netzwerk miteinander. Ihre Kommentare und Reaktionen fließen in das Spiel ein. So entwickelt sich die Geschichte interaktiv weiter. Man findet Beweisstücke, gibt Analysen in Auftrag,
manövriert im Internet zwischen echten Webseiten und Fake-Seiten hin und her. Die Spieler, wenn sie mit irgendwas konfrontiert werden, was sie nicht kennen, die beginnen zu forschen. Sie beginnen sogar Texte zu übersetzen, was ich hinreißend finde. Da ist so ein Team und dann sagt jemand, kann jemand Französisch? Und dann übersetzen sie sich gegenseitig die Texte und geraten also auch in Diskurse hinein, die wirklich Raum nach oben haben. Ioana Buliga arbeitet für Twin Complex. Aber auch privat ist sie mittlerweile Heavy-Userin des Spiels. Die Theater- und Literaturliebhaberin hatte vorher kaum Berührungspunkte mit Computerspielen. Ich muss es sagen, dass es für mich etwas Neues ist, dass ein Spiel mich so eingefangen hat. Bücher sind eigentlich mein Leben, nicht ein Spiel, aber vielleicht die Zeiten ändern sich auch. Genauso wie ich. Dass Theaterschauspieler die Geschichte präsentieren, ist für viele User ein wesentlicher Anreiz, um in das Computerspiel einzusteigen. Neben Bernhard Schütz spielen auch Sebastian Blomberg, Gerd Warmeling und Irm Herrmann. Für Schütz ist Twin Complex eine Möglichkeit, auszubrechen aus dem Theater, aus dem immer gleichen Schema, hier die Schauspieler, die ihre eingeübten Texte vortragen, dort die Zuschauer, die sich berieseln lassen. Und deshalb muss man aus dem Theater raus, das muss man ja schon längst, und muss einfach andere Formen suchen. Und das, finde ich, findet bei dem Spiel statt, weil es das Drama nicht im repräsentativen Wort, ja, sein oder nicht sein, das ist auch, wen interessiert das denn noch? Da kann man nur sozusagen Interesse heucheln, ja, das stimmt aber nicht mehr. Wir sind viel weiter. Und zwar so viel weiter, dass man als Spieler, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich hinterherkommt. Irgendwann verzweifelt man auf der Suche nach der eigentlichen Handlung. Aber wahrscheinlich geht es darum auch irgendwie. Das ist aber noch nicht alles. Demnächst hat Martin Burkhardt vor, die Spieler von ihren Computern wegzulocken, hinaus in die Wirklichkeit, um dort Aufgaben zu lösen und die Hauptfiguren zu treffen. Das sieht dann ungefähr so aus. Plötzlich ist da jemand, der geht in den Park, schaut sich an, was da in einer Wand eingemörtelt, sozusagen quasi herauszuholen ist an Daten, bekommt eine kleine Information, sagt, okay, es geht ab in den nächsten Buchladen, da erwartet mich irgendwas. Entschuldigung, das ist mein Umschlag. Bis plus diese Frau. Prinzip verstanden? Ist natürlich nur was für kluge Köpfe. Da soll noch mal einer sagen, er sei zu alt für Computerspiele oder dass Computerspiele Zeitverschwendung seien. Das ist ja auch im Grunde, viel was ich mache, ist auch Zeitverschwendung. Also ich bin da nicht so jemand, der wertet, ein schlechtes Buch ist genauso Zeitverschwendung wie ein schlechtes Spiel. Okay, sorry Frank, wir haben dich nicht vergessen. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt Frank Spilka, seit 20 Jahren Sänger der Deutschfunk-Legende Die Sterne aus Hamburg. So sah Frank Spilka vor 20 Jahren aus. Im leicht abgefuckten Schlabberlook wurden Die Sterne mit Tokotronic und Blumfeld zum Kern der Hamburger Schule. Die Sterne feiern das boheme Leben, sie tun nicht nur so. Mit deutschen Texten singt Frank Spilka seit 10 Alben gegen das System an. Dabei waren Die Sterne aber immer funkiger und tanzbarer als die anderen Diskurs-Pop-Bands aus Hamburg. In den 90ern erlebt die Band ihren Höhenflug. Major-Vertrag bei Sony. Auf jeder Abi-Party im Land laufen Sterne-Hits. Die Atempause bekommen sie auch. Bei Sony fliegen die Sterne raus, weil sie dann doch nicht wirklich massenkompatibel sind. Seitdem kümmert sich Spilka persönlich um das Management.
Angepasster sieht er mittlerweile aus. Rohkost statt Astra. Einen neuen Schneidezahn hat er auch. 20. Juni, spricht da was gegen? Ist dein Kopfhörer insgesamt vielleicht? Okay, wir checken das jetzt gleich nochmal und dann schreibe ich dir eine Mail. Doch Musik ist die Quelle ewiger Jugend für Spilker. Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, zu dumm, um zu verstehen, wovon du ihr größter Hit, Was hat dich bloß so ruiniert, wird jetzt behutsam einer neuen Generation von Hörern nahegebracht. Er ist der Soundtrack zum aktuellen Kinofilm Jonas, einer Schulparodie von und mit Christian Ulmen. Die Kids von heute können jetzt ein bisschen an der Rebellion der Sterne von damals teilhaben. Auf ihrem aktuellen Album Die Sterne für Anfänger haben die Sterne alle ihre Evergreens noch einmal aufgenommen. Ich mutmaße jetzt mal, du führst mittlerweile ein grusames Leben, lebst in der Innenstadt von Hamburg, hast ja, zwei Kinder. Und dann habt ihr damals so Songs geschrieben wie Fick das System. Ja. Wie glaubwürdig ist das noch? Also, beziehungsweise wie sehr fühlst du das immer noch? Ich verstehe jetzt nicht, wie du grusames Leben und Kinder jetzt in einem Satz erwähnen kannst zum Beispiel. Ich glaube, da stecken jetzt in der Frage schon eine ganze Menge Klischees. Das kommt wahrscheinlich von Murger, so aus dem 19. Jahrhundert. Der Bohemian lebt seine 20 Jahre oder 10 Jahre wild vor sich hin und danach kommt er aber schön im bürgerlichen Leben an und ist dann gesetzt und gesettelt. Und ich kann nur sagen, das hält sich zwar vielleicht seit 100 Jahren hartnäckig das Gerücht, aber so ist es nicht. Also als Künstler oder als Freiberufler geht es einfach so weiter. Also es gibt nie diese Sicherheit, dieses Gesetteltsein. Und bei Fick das System geht es im Wesentlichen darum, die Grenzen des Denkens zu erweitern, sondern auch über das System hinauszudenken. Und ich glaube, das ist für alles wichtig, das kann man so verallgemeinern. Da geht es jetzt nicht nur um Politik, da geht es auch um diese kleinen Systeme, die man sich baut, um zurechtzukommen in der Welt. Also muss für dich ein Künstler politisch sein? Ich finde, dass unpolitisch sein in einer demokratischen Gesellschaft eigentlich ein Tabu ist. Ja? Weil das bedeutet, einfach nur einverstanden zu sein. Also sobald man irgendwas sagt, kommt ja immer so eine Frage wie bei dir jetzt, du bist ja politisch, oder? Weil man irgendwie gesagt hat, mir gefällt was nicht. Und ich glaube, das wird noch viel zu wenig als Normalität angesehen, dass man das tut. Das heißt, es ist aber eigentlich wichtig? Nee, das heißt, mir gehen Leute auf den Sack, die sich rauszuhalten versuchen. Ja. Hast du für dich irgendwann entschieden, erwachsen zu werden? Nein. Niemals? So wie der Begriff heute verstanden wird, auch nicht nötig. Denn das ist eine Einschränkung. Das heißt, erwachsen zu werden heißt ja im Grunde, dass die pragmatischen Belange des Lebens wichtiger werden als die Ideale, die man hat. Ja, so wenn man das jetzt böse sagt. Das heißt, in erster Linie muss ich mich als Erwachsener um die nächste Miete kümmern und kann oder soll mir nicht mehr erlauben, über größere Zusammenhänge nachzudenken. Und das ist natürlich grundfalsch. Und in diesem Sinne möchte ich auch nicht erwachsen werden. Ja. Männer, die nicht erwachsen werden wollen, mag ich ja ganz gerne. Ich wohne ja sogar mit einem zusammen. Was gibt's zu lachen? Ich habe dieses Theaterstück gesehen von, wie heißt er? Palum Palum! Und da gibt's diesen Witz. Wie geht ein Schwarzer über Zebrastreifen, ne? Wissen Sie jetzt wirklich? Man sieht mich, man sieht mich nicht. Man sieht mich, man sieht mich nicht. Nicht so lustig? Ich finde das total rassistisch. Wieso denn rassistisch? Das ist nicht rassistisch. Immer, was ist denn daran rassistisch? Es ist nicht rassistisch, weil er es nicht rassistisch meint. Mann, das ist ein Künstler. Ich hab's satt, echt. Denken Sie mal drüber nach. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit einem schwarzen, älteren Schauspieler als Gast. Oder mal sehen, vielleicht auch Didi Hallervorden. Schwarz angemalt. Ist vielleicht einfacher.